Extrem seltsame Objekte kreisen rasend schnell um das zentrale schwarze Loch in unserer Galaxie, Sagittarius A-Stern. Sie sehen aus wie Staubwolken, aber verhalten sich ganz anders. Jetzt hat eine Forschungsgruppe die Objekte untersucht und vielleicht ihr Geheimnis gelüftet. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Um endlich das Geheimnis der seltsamen Objekte zu lüften, analysierte die Forschungsgruppe die Daten der vergangenen 12 Jahre des OH Suppressing Infrared Imaging Spectrographs, kurz OSIRIS, aus. Dabei fanden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Objekte, die wie Staubwolken anmuteten, aber ihr Verhalten im Gravitationsfeld des schwarzen Loches Sagittarius A-Stern eher an große Objekte wie Sterne erinnert. Schon vorher wurden 2 dieser seltsamen Objekte entdeckt, aber niemand konnte sich einen Reim drauf machen. Die Objekte G1 und G2. G1 wurde 2004 entdeckt und G2 2012. Mit der neuen Studie kamen aber 3 neue seltsame Objekte hinzu. G3, G4 und G5. Und sie alle haben diese seltsamen Eigenschaften. Sie kreisen extrem nah und extrem schnell um das schwarze Loch. Lange dachten Forscher und Forscherinnen, dass es sich um Gaswolken handeln würde. Aber G1 und G2 hätten schon lange durch die Gravitation des schwarzen Loches auseinandergerissen werden müssen. Das ist aber nicht geschehen. Sie existieren weiter, was für Gaswolken in der Nähe eines supermassenreichen schwarzen Loches in dieser Nähe eigentlich nicht möglich ist. Mark Morris, Forscher am UCLA Galactic Center of British Initiative. Wenn es sich um Gaswolken handeln würde, hätten G1 und G2 nicht intakt bleiben können. Unsere Annahme ist, dass es sich bei G-Objekten um aufgeblähte Sterne handelt. Sterne, die so groß geworden sind, dass die Gezeitenkräfte, die vom schwarzen Loch ausgehen, zwar Materie abziehen können, wenn die Sterne nah genug dran sind, doch die einen stellaren Kern mit genügend Masse haben, um intakt zu bleiben. Und die neuen Objekte G3, G4 und G5 verhalten sich genauso. Sie sind genauso aufgebläht wie G1 und G2 und strahlen hohe Mengen an Energie aus. Das Forschungsteam geht jetzt davon aus, dass es sich bei den Objekten um kollidierte Sterne handelt. Sie umkreisen sich und kollidieren schließlich. Jetzt warten die Forscherinnen und Forscher darauf, dass das Objekt G3 dem schwarzen Loch so nahe kommt, dass es, wenn es eine Gaswolke wäre, auseinandergerissen werden würde. In 20 Jahren wird es soweit sein und dann soll G3 dabei beobachtet werden, wie es sich verhält. Dann erhofft sich das Team so, mehr Erkenntnisse über diese Objekte zu gewinnen, wenn sie direkt das Verhalten am schwarzen Loch beobachten können. Was passiert in einem schwarzen Loch? Super Video von Dr. Watson. Draufklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.